Das hier ist unser Formikarium. Das ist aus einer Bonbondose gebaut, den wir Gips geschüttet haben. Wir haben da noch Sand reingeschüttet als Dekoration. Durch einen Tunnel können die Ameisen zu seinem Nest laufen. Dieser Tunnel ist eigentlich ein Strohhalm. Hier sind Luftlöcher. Diese Ameise heißt Gartenameise oder rote Ameise oder Feuerameise. Okay. Man sieht hier die Königin, die Arbeiterin und die Larven.